Hallo, ich bin der Rudi und möchte dir heute ein paar Gedanken zum Warm-up mit auf den Weg geben. Warum ist ein Warm-up wichtig und warum macht man es? Ganz einfach wie im Sport genauso, da versteht man es oftmals ein bisschen leichter. Man muss sich an die Bewegung gewöhnen. Jeder Profi geht aufs Feld raus oder auf den Sportplatz und macht sich erst einmal warm. Das brauchen wir genauso. Er muss die Muskelgruppen in Bewegung kriegen, dass die locker sind in den ganzen Bewegungsabläufen, die die Sportler dann haben. Und sie müssen ein Gefühl kriegen, im Fußball beispielsweise für den Ball. Deshalb führen sie erstmal den Ball und machen ihre Übungen da damit, Torschusstraining und alles Mögliche. Und das ist für uns übersetzt das Training mit den Sticks. Ganz einfach. Aus den identischen Gründen müssen wir genauso ein Warm-up machen. Hinterher fühlst du dich bei den Stücken, die du übst, viel, viel wohler und kannst dich voll auf das Stück konzentrieren und musst dich nicht mit Technik rumschlagen, weil du dich gut aufgewärmt hast. So, nun aber, was für Übungen habe ich persönlich bei mir mindestens im Warm-up mit drin? Ganz einfach, es ist einmal nur die rechte Hand spielen. Im Tap, große Bewegung, wohlfühle, den Rebound richtig gut spüren kann, ihn aufnehmen oder Flyback oder Rückschlag, je nachdem wie du es nennst, dass es eine runde, weiche Bewegung wird. Und dann ein bisschen beschleunigen. Das Ganze logischerweise auch mit der linken Hand. Ich mache die Übung wesentlich länger. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab, weil du musst mir nicht komplett beim Einspielen, beim Warm-up zugucken, sondern einfach die Ideen mit aufnehmen, was unheimlich wichtig ist. Die ganze Übung auch in einer kleinen Bewegung. Erstmal nur die rechte Hand und jetzt kommt es, irgendwann stelle ich automatisch um. Und bleibe im gleichen Tempo und nehme nur die linke Hand. Ich höre nicht mehr auf zu spielen. Und wechsle wieder rüber. Und das Ganze kannst du auch nach einem bestimmten Rhythmusschema machen. Das heißt, dass du sagst, du spielst zwei Takte in Achteln oder in Sechzehnteln eine Hand und dann die andere Hand. Also da auch durchaus mit nach einem Muster vorgehen. Und das Ganze auch in großer Bewegung. In unterschiedlichen Geschwindigkeiten darauf achten, dass sich die Hände wirklich identisch bewegen. Ich sitze dabei auch immer vor dem Spiegel, hier unten habe ich auch einen unter der Kamera und beobachte mich dabei. Das ist ganz wichtig, dass ich sehen kann, wie hoch holen meine Stöcke aus. Das kann ich im Spiegel viel besser beurteilen als von oben geguckt. Ich sehe meinen ganzen Bewegungsablauf viel, viel besser vor dem Spiegel. Was kommt als nächstes? Logischerweise der Single Stroke Roll, also auch das in einer wunderschönen großen Bewegung, bis ich mich wohlfühle, bis ich richtig sauber rhythmisch bin und dann auch auf Tempo und das Ganze auch leise oder in einer kleinen Bewegung. Als nächstes kommt ein Double Stroke. Der muss auch im normalen Übealltag und Warm-up zwingend mit drin sein. Und zwar erstmal auch aus dem Handgelenk ausgeschlagen und in einer möglichst großen Bewegung. Auch dabei beobachte ich mich wieder im Spiegel, dass die Stöcke sich möglichst identisch bewegen und das bringe ich auch auf Tempo.
unheimlich wichtig, diese Übungen. Dann mache ich den Double Stroke auch aus dem Handgelenk über Rebound gespielt. Ganz häufig. Und da mache ich vor allem immer eine Übung. Ich spiele einen Takt 16 ausgeschlagen und dann spiele ich mit Doubles. Die sieht so aus. Und das in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, durchaus auch mit Klick im Ohr. Oder wenn ich auf dem Pad spiele. Ein Spiel mache ich meistens immer auf dem Pad und hinterher nochmal auf der Snare kurz, auf dem Fell, weil einfach die Lautstärke hoch ist. Oder du hast gleich Ohrenschützer drin und kannst richtig auf dem Fell, je nachdem. Auch diese Übung ist wichtig. Dann ist immer bei mir mit drin ein Wechsel zwischen Single Stroke und Double Stroke. Da mache ich mir auch immer einen Takt 16 Single Stroke, einen Takt 16 Double Stroke. Auch das auf Tempo bringen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, auch unbedingt mit Klick. Das ist unheimlich wichtig, diese Übung, darauf basieren alle Paradiddle. Ganz, ganz viele Rudiments, ganz, ganz viele Bewegungen beruhen darauf, dass man diese zwei Handsätze, Single Stroke, Double Stroke, in einem Tempo gut abwechseln kann. Und als letztes, was unbedingt in jedem Warm-up drin sein muss, ist ein Multiple Bounce Roll. Also ich lege normal meine Sticks auf und lasse erst einmal einen langsam nach dem anderen prallern. Auch hier beobachte ich im Spiegel, ob sich die Stöcke gleich bewegen, meine Hände die gleiche Position haben und wichtig, hören, ob sie gleich klingen. Das ist ja das Entscheidende am Schluss. Und dann werde ich hier auch schneller und schneller, bis ich sage, jetzt habe ich dann einen wunderschönen, sehr schön klingenden Multiple Bounce Roll oder Prallwirbel. Das sind also wirklich die absoluten minimalsten Einspielübungen, die man machen sollte. Ich persönlich mache da noch deutlich mehr, aber das sollte jeder Schlagzeuger zum Warm-up machen, wenn er eine Übereinheit angeht. Dann hat man bei den Stücken viel, viel entspannteres Arbeiten. Dann läuft der Wirbel schon einmal. Die Umstellung von Single auf Double Stroke läuft schon mal. Also wirklich, das wichtigste Fundament ist gelegt, man fühlt sich wohl, die Muskulatur ist in Schwung und man hat wieder das nötige Gefühl für den Stock. Ich hoffe, ich konnte dir eine Idee mit auf den Weg geben, was das Einspielen bedeutet und dass du das auch machst und auch erfährst, wie es dann beim Stückeüben einfach leichter läuft. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir gerne auch ein Like dalassen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Üben und vor allem auch beim Warm-up in diesem Kapitel. Bis dahin, tschüss, dein Rudi.